Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt hocke ich seit 12 Stunden da, hab schon das 5. Mal Windows installiert. Ist der Schnitt-PC abgerauscht? Müsste schon das Video drin sein? Hab schon 2 Festplatten ausprobiert. Jetzt muss ich Treiber installieren. Mei, ob das noch was wird. Nee. So schnell lässt sich die Joana nicht unterbringen. Unterbringen? Wo soll man uns denn schon mich denn unterbringen? Oh Gott. Also halt unterkriegen, Joana. Ja, und zwar machen wir heute unser leckeres Brot natürlich. Sonst hätte das fast gar nicht geklappt mit dem Video Menschenskinder. Und jetzt habe ich hier 2 verschiedene Mehl. So, sag mal, wo, ihr fehlt doch was. Ey, sag mal, wo bleibt denn die? Joana hat mich losgeschickt, ich soll einen Kürbis besorgen. Ich weiß ja auch nicht, was sie wieder Schönes damit machen will. Habe ich auch, habe ich ihren Poncho angezogen, das hat sie gar nicht gemerkt. Jetzt gucken wir mal hier, Hokkaido, das sieht schon mal gut aus. Oh, ein Butterkürbis. Oh nee, aber den können wir, glaube ich, nicht gebrauchen. Dann nehme ich den, der ist doch schön. Eieieiei, Mensch, wo hat sie den jetzt wieder hingelegt? Na, gewaschen hat sie, glaube ich, auch, ne? Und den müssen wir uns jetzt ein bisschen klein schneiden. Löffel. Ja, die Joana ist wie immer super vorbereitet, ne? Und da müssen wir nämlich das Kerngehäuse ein bisschen rausschälen. Und da brauchen wir nämlich 350 Gramm, da bräuchte ich vielleicht mal eine Woche, ne? 300, naja, fast, ne? Kriegen wir schon noch hin. Immer ein bisschen aufpassen, weil der Hokkaido-Kürbis ist ganz schön hart. Den kann man aber mit Schale essen, das ist das Gute, da braucht man die Schale nicht abbubbeln. 350 Gramm, klein schneiden. Da musst du aufpassen, dass du die Finger abschneidest, ne? Wie der Kameramann fast. Der hat keinen Kürbis geschnitten, das war was anderes. Eins fix, 3 haben wir da Kürbishäckselchen, ne? Und die geben wir dann auch rein zu unserem Mehl. Und noch ein bisschen Salz. Und dann erwärmen wir uns noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Milch. Darin lösen wir uns Honig und Hefe auf. Und das Ganze ein bisschen geschwind umrühre, dann nehme ich immer ganz so Holzstäbchen. Mensch, das mit dem Kürbisbrot, das ist wirklich so lecker, so saftig und weich. Und das haben sich ja einige schon gewünscht und haben geschrieben, ob wir das mal machen. Und schon sind wir dabei, ne? Und jetzt gießen wir das Ganze da rein und dann schön ordentlich verrühre. Ich helfe immer mein Maschinchen so ein bisschen, dass es nicht immer das ganze Mehl da oben drüber schiebt, ne? Guck, und so ist er genau richtig, wenn er sich so ein bisschen löst vom Rand. Einmalig kann ich das sagen. Und jetzt tun wir dann ein bisschen Mehl ohne drunter und oben drüber. Und dann lassen wir an einem warmen Ort eine Stunde gehen. Wir sollen den Hefeteig sehen, wir wollen den Hefeteig sehen, wir wollen den Hefeteig sehen. Schau mal hin, ist das nicht ein Deich, kann ich das sagen. Einmalig hier, der kommt bald aus dem Job raus. Jetzt muss ich mir hier die Arbeitsplatte ein bisschen mehlen und dann hauen wir ihn da mal drauf. Mensch, du, ist das ein Johnny. Noch ein bisschen Mehl drüber. Dann tun wir mal so ein bisschen Eischlage, so ineinander, nicht? Und dann rumdrehe. Und so ein bisschen rundwalken, ne? Das kennen wir ja schon. Och Mensch, du, schau mal, wie der schön nachgibt. Herrlich, wie so ein Schwamm. Und dann habe ich hier mein Backtablett, ne? Und diesmal mit Rüffelchen. Da kommt nämlich auch für unschöne Hitze dran, ne? Und da tun wir jetzt mal drauf. Auch noch ein bisschen Mehl vorher natürlich. Und da legen wir das Leibchen drauf. Und dann decke ich ihn nochmal ab. Und dann lassen wir nochmal ein halbes Stündchen schön in Ruhe gehen. Mein lieber Scholli, schau mal her. Na, das ist nochmal der Leibchen, oder? Und da hauen wir jetzt noch ein bisschen Mehl drüber. Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 220 Grad oben ohne Hitze und unten ein kleines bisschen Wasserschüsselchen eingestellt. Und jetzt kriegt er noch einen ordentlichen Kreuzschnitt. Und dann zack, zack in den Ofen. Jetzt schau doch mal her, wie schön die Farbe und so weich und knusprige Kruste einmalig. Jetzt ein bisschen Butter drauf eingedicht. Ciao, macht's gut!